385.749 Zuschriften haben uns in den letzten Jahren erreicht von interessierten Zuschauern, die uns bestätigen, dass wir hier tatsächlich die berühmtesten, die bekanntesten, die interessantesten Gesprächspartner bei uns in der Sendung haben. Und opportunistisch, wie wir nun mal sind und kommerzgeil, haben wir beschlossen, diese Tradition fortzusetzen. Und deshalb heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Lautlos Stadtgespräche. Zu Beginn haben wir gleich eine ganz besondere Berühmtheit, eine wunderschöne Berühmtheit, möchte ich sagen, mitten im Herzen von Wiener Neustadt, die Spinnerin am Kreuz. Ja, kommen Sie, wir sind schon soweit. Ja, schönen guten Tag. Frau Spinnerin, guten Tag. Hallo. Wollen wir uns setzen? Ja. Ja, liebe Frau Spinnerin am Kreuz, schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ja, natürlich. Also, als ich gehört habe, dass du persönlich kommst, habe ich mir natürlich Zeit genommen. Ganz klar. Das ist fein. Wir haben viele Fragen an Sie, viele Sachen, die uns bewegen, die unsere Zuschauer wissen wollen. Ja. Fangen wir gleich mal sehr rudimentär an. Du kannst mir alles fragen. Sie haben eine lange und bewegte Geschichte. Wie hat es so angefangen mit Ihnen? Naja, ich kann sagen, ich bin schon sehr erfahren. Also ich stehe ja hier schon sehr, sehr lange. Und damals war das so, dass die Ritter natürlich vorbeigekommen sind und haben mir was vorgesungen und haben mir Blümchen gebracht. Und natürlich hat sich da eine das andere entwickelt. Und wie soll ich sagen, ich habe heute schon viel gesehen und erlebt. Und ich bin mir sicher, du hast dich da erkundigt, ne? Wir haben recherchiert und wir haben auch interviewt. Wie Sie vielleicht wissen, hatten wir ja schon ein Gespräch mit dem Wasserturm. Aha, ja, habe ich gesehen. Ja, der hat uns sehr viel Interessantes über Sie erzählt. Also, hat in den höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt. Sie sind ja ein Paar, nicht? Ja, ein Paar. Was hat er denn gesagt? Nein, nicht, dass du glaubst, dass ich mit ihm zusammen bin. Nein, er hat damals, haben wir was gehabt miteinander. Mhm. Da ist er bei mir vorbeigekommen und hat mich, entführt. Aha. Ja. Und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Das war letzten Winter und du weißt, ey, kennst du mich, hast du geredet mit ihm? Die Typen sind doch alle gleich. Ja, also, ist ein bisschen nicht einmal ein SMS. Ist ein bisschen ein Wasserschädel, weißt du, er tut nichts. Er redet viel und tut nichts, weißt du? Das macht mir halt Sorgen. Aber naja, ich glaube, er ist glücklich, ne? Aber mich würde mehr interessieren, ob du vielleicht ich? Nur wegen mir gekommen bist heute? Ja, wir sprechen gleich weiter. Wir müssen jetzt leider kurz unterbrechen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich geht's weiter mit der Spinnerin am Kreuz. Bis gleich. Sag mal, jetzt her, kannst du mir, bist du Single vielleicht? Nein, ich bin Vegetarier, aber bis los geht immer. Ja, bist du sicher? Ich meine, ich finde es schon sehr interessant, wie du da vorgestellt bist. Ja, sie sind immer ein bisschen steif und hart. Ja, bitte. Wollen Sie vielleicht frisch gepackte Pralinen für Sie? Bitte. Eine Praline. Praline. Oder vielleicht ein Shampoos? Ein Shampoos für die Frau? Ja, Shampoos hätte ich gern. Aber vielleicht, wenn Sie auch singen könnten, ein bisschen was? Natürlich. Ich bin ein hervorragender Sänger, wenn der Herr kommt. Nein, das ist unser Kameramann. Er ist inzwischen ganz gut abgerichtet. Ja. Aber singen soll er. Schaut gut aus eigentlich. Ja, Christoph, das passt schon. Hinter die Kamera. Ja, danke. Na, den haben wir gut hingekriegt. Wissen Sie, letztens war er noch ziemlich rennig. Dent, also immer, und immer reinpushen. Ja, da steht einmal hinter der Kamera. Ja, das hat es aber nicht zusammen. Ne? Nein. Gott sei Dank. Wir hatten auch noch nichts miteinander, glaube ich zumindest. Wir noch nicht, nein, das stimmt, ja. Was soll ich dazu sagen? Können wir noch kurz, ich will noch ein bisschen über Ihre Beziehung zu den Wahrzeichen. Christoph, können wir... Okay. Na gut, nur mein... Schönes Säckchen. Ja, mach gleich weiter, ja? Also, geht's weiter? Ja. Willkommen zurück zu den Lautlos Stadtgesprächen. Unser erster Gast, unsere erste Gästin in der zweiten Staffel, die Spinnerin am Kreuz. Hallo nochmal. Hallo, freut mich. Wir haben ja ganz kurz über die Beziehung zum Wasserturm gesprochen. Ehemalige Beziehung, also wir kennen uns nur mehr. Was sonst noch passiert? Ich weiß ja noch was aus Ihrem Leben. Haben Sie? Wir haben recherchiert, Sie stehen ja auf dem Malter von der Vogelweide. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Also sprichwörtlich, ich stehe ja wirklich hier auf ihn. Das ist alles, es ist sein Gebiet. Ich bin also zu ihm gezogen. Also er ist vorbeigeritten damals auf seinem unglaublich großen, strammen Ross, hat mir natürlich was vorgesungen, hat mir Blumen gebracht und hat dann meine Hand angehalten. Und dann bin ich zu ihm gezogen, hier in diesem wunderschönen Park. Wenn Sie sehen, da alles seins. Er hat viel Geld, weißt du? Darum bin ich da. Ja, ich verstehe. Ich stehe gern da. Ja, glaube ich, wenn er viel Geld hat.
Eine letzte Frage noch, das was unsere Zuschauer natürlich am meisten interessiert, jeder kennt sie, jeder sieht sie, jeder spielt hier gern bei ihnen, auch ein bisschen Minigolf und so. Ja, und, mit mir kann man spielen. Aber woher kommt der Name Spinnerin am Kreuz? Kommt das von den Kreuzrittern? Wir wissen ja, sie sind ja eine gotische Wegsäule, das heißt, sie haben den Weg gezeigt, oder kommt das vom Handarbeiten, also machen sie Fäden und so, also spinnen sie? Woher kommt das? Naja, das ist natürlich auch, dass du das ansprichst. Es ist eigentlich ist es mir peinlich jetzt, ne? Weil im Grunde ist es ganz was Triviales. Ich habe seit längerer Zeit ein ziemliches Ziehen im Rücken und ich weiß nicht warum. Mhm. Kannst du da einmal nachschauen? Ich werde das bei dir von dir entblößen. Ich meine, ist mal unangenehm, aber ich muss es ja jetzt wohl tun. Ne? Ja, wenn Sie meinen, wenn das der Antwort beiträglich ist. Ja, für die Wissenschaft alles. Und schau mal, was ich da hinten, da sitzt man was um und ich kriege es nicht weg. Was ist da? Gute Güte, Sie haben eine Spinne am Kreuz. Wirklich, sitzt sie da, gib's weg. Komm, ich gib's runter. Jetzt vielleicht mal kurz mein Ding halt. Ah, dein Ding halte ich gerne, ja? Gib's weg. Mach's kaputt, bitte. Na, hörst du? Ah, wirklich. Das war sehr heroisch. Also. Naja, für so eine charmante, schöne Dame. Immer gern. Ja, ich lasse gleich offen. Jetzt ist mir ein bisschen wärmer geworden. Ich habe gesehen, du hast mir auch Blümchen mitgebracht. Ja, nur für Sie. Die bekommen Sie nachher gleich als kleines Dankeschön für dieses nette Gespräch. Ich würde es gerne jetzt schon haben. Ja, okay. Also hier, Blumen ritterlich überreicht. Ja, ich will. Danke sehr. herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Das war die Spinnerin am Kreuz. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein bei unserem nächsten Lautlos-Stadtgespräch. Das reicht schon. Außergewöhnlich riechen die gut. Also für so einen Ausdruck. Passt alles, Christoph? Ziemliche Schlampe, hä? Ja. Jetzt hör aber auf, ne? Kannst du mir noch deine Freunde schicken? Ja. Ja, hab ich wieder einen verloren.